damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Und ja, heute wird mal wieder ein Ligaspiel anstehen, aber davor müssen wir nochmal meine Mannschaft zurecht machen. Von der Fitness her müssen wieder einige ausgetauscht werden. Und ich wollte gleich mal etwas auf den Transfermarkt nachschauen. Jetzt sind ja diese Preisspannen aufgetaucht nach dem FIFA-Patch. Und ja, eigentlich finde ich das nicht so korrekt von FIFA, wenn ich das jetzt so sagen darf, ohne so hipstermäßig zu klingen. Denn wie will man jetzt eigentlich an Coins kommen? Verstehe ich nicht. Denn wenn du dir wirklich mal irgendwann so ein Messi gönnen willst, kannst, das geht ja nicht mehr. Ich meine, traden geht nicht mehr und Coins kaufen geht auch nicht mehr. Also, ja, ich weiß es nicht. Das hätten die vielleicht in FIFA 16 machen können, aber nicht jetzt in FIFA 15. Egal. Wir wollen die auch nicht jetzt irgendwie groß kritisieren, da wir ja diese Firma nicht selber haben. Und ich wollte nochmal nachschauen, wie viel Lahm momentan kostet, denn im zentralen Mittelfeld gibt's ja noch Lahm in der Bundesliga. Ja, da. Und dann einfach mal gucken, wie viel er kostet. 15.000 haben wir ja um die 17.000. Können wir uns also bald gönnen und dann gucken wir mal, wie er so ist, wenn man ihn spielt. 76 Pace hat er, naja. Aber ich glaube, er hat andere Qualitäten im Mittelfeld. Muss er ja haben. Und meine PS3-Aufnahme scheint ein bisschen, ja, gerade abzukacken, aber das hatte ich schon mal. Ich werde die Tonaufnahme trotzdem nicht wegschmeißen. Ach ja, ich kann euch mal zeigen, in letzter Zeit ging es richtig rund. 4 Spiele und 4 Siege, also die Liga haben wir schon gehalten, 6 weitere Punkte und wir haben damit schon die Liga, naja, den Aufstieg erreicht. Wir bräuchten 9 Punkte, also noch 3 Siege, um den Titel zu holen, Ausstellung bearbeiten. Ja, alles okay, wir können anfangen. Mal gucken, was für einen Gegner wir jetzt wieder bekommen. Ich glaube irgendwie, die meisten haben das Interesse am FIFA-Spielen verloren. Jetzt dadurch, dass, oh, ein kleines Stadion, geil. Dadurch, dass jetzt dieser Patch kam, also davor haben schon nicht mehr viele FIFA gespielt, weil diese Rap-App ja weggegangen ist und man ganz schlecht traden konnte. Okay, das wird Pace-Spiel. Egal. Wir müssen auch gegen solche Gegner in der dritten Liga fertig kommen, denn in der zweiten Liga wird es ja auch nicht einfacher, wenn wir es wirklich schaffen sollten, da aufzusteigen. Aber ich bin sehr optimistisch. 6 Spiele, 6 Punkte müsste eigentlich machbar sein. Jetzt noch 1 Sieg und dafür nur 3 Punkte, also, ja, läuft. Ah ja, das wird ein richtig blödes Spiel. Also, wenn die gegnerischen Teams immer solche Pace-Stürme haben, da habe ich riesige Probleme, sowas zu verteidigen. Och, und sowas liebe ich ja, wenn man durchlaufen will, aber... Wer war das, Benatia? Benatia hat schon geklärt. Also Schüler hat momentan, boah, wirklich so eine großartige Form, auch in den letzten Spielen, wo ich privat gespielt habe. Das ist unglaublich, was der Junge hier alles geleistet hat. Ah, fast hat's mit den Tunneln gereicht. Okay. Ah, das haben wir leider schlecht verteidigt. Jetzt müssen wir irgendwie aufpassen. Ja, schön, Mkhitaryan. Was, Mkhitaryan? Ich glaube schon. Shaqiri. Können wir ihn schicken? Ja, wir können ihn schicken. Shaqiri. Ah. 3 schon auf dem Flügel in Richtung Shaqiri. Oh, wir wären durch gewesen, oder? Einfach mal. Oh, wie ich es liebe, wenn Teamkameraden dazwischen stehen. Boah, ich liebe es so sehr, wirklich. Okay, Alaba hat schon geklärt. Ohne, also ganz sauberer geklärt. Der Schiedsrichter hat dann wahrscheinlich auch sofort angezeigt, dass es kein Foul war. Und was war das? Das lasse ich nicht durchgehen. Hä? Oh, Freistoß. Wollen wir es mal probieren? Ja, komm, YOLO. War gar nicht so schlecht. Also dafür, dass ich keine Freistöße schießen kann, war das gar nicht so schlecht. Also in FIFA 15 hatte ich noch nie ein Freistoßtor. De Bruyne. Ah. Also ich merke, dass hier was machbar ist. Er wird auf Pace spielen, auf jeden Fall. Oh oh. Leno. Leno Menal, würde ich mal sagen. Wir haben ja gestern Abend, beziehungsweise vorgestern, ich nehme ja gerade Mittwochnachmittag auf. Da ich ja in der Sparkasse mein Praktikum nachmittags jetzt frei habe, da die Sparkasse bei uns ja nachmittags nicht auf hat, nehme ich jetzt am Nachmittag auf. Gestern Abend hat der Leverkusen
knapp im Elfmeterschießen verloren. Also ich saß da so und hab mir auch nur so gedacht, warum. Der Schuss von Çalhanoğlu, das war wirklich nichts, aber man muss ihn auch verstehen, unter was für einen Druck er stand. Ja, Joao per irgendwas, der Rechtsverteidiger, den ich da habe. Wieso ist er mitgelaufen? Weil nur ganz klar, dass geklärt wird. Ah, das war nicht so eine gute Idee. Ah, De Bruyne hat sich sogar noch fast den Ball erobert. Okay, und versucht jetzt hier ein bisschen zu skillen. Ich skille nie. Wirklich. Ich krieg das auch nicht geschissen. Ich bin lieber so der Typ, der sich durchspielt mit Pässen. Upsi. Mikrofon verschoben. Wie habe ich das denn angestellt? Ach, keine Ahnung. Einfach weitermachen. Ah, die Ecke war nichts, die war weniger als nichts, aber trotzdem sind wir im Ballbesitz geblieben. Ah. Gündogan hat sich den Ball erarbeitet, sehr nice. Wenn das Gündogan war. Ja, ich glaube, er ist es, oder? Ja. Ich komme mir selber nicht mehr mit der Aufstellung klar, da ich ja immer die Spieler auswechsel, sobald die Fitness unter 90 ist. Okay, den haben wir. In den letzten Spielen hatte ich das so, genau so eine Situation hatte ich und dann kam der Fehlpass und dann das Gegentor, ey. Ist immer sehr blöde, wenn sowas passiert. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie. Ah, der war ganz schlechter Pass. Ich versuche in letzter Zeit, war das ein Foul? Ja, leider. Leider war das ein Foul. Ich versuche ja in letzter Zeit öfters so L1 Dreieckspässe und den haben wir sehr schön abgefangen. Lewandowski. Boah, sehr schöner Hackenpass von Schürrle. Ah, und Nachschuss und Tor. Das ist doch sehr nice. Oh, snap, würde ich ja mal sagen. Grüße an Leon, falls er das sehen sollte. Glaube ich nicht, aber egal. Boom. 1-0. Da jetzt hatten wir 15 Punkte und das war wieder ein Foul. Egal, ich faule lieber öfters, als irgendeinen Angriff zu riskieren. Alter, Shaqiri, eiskalt. Er wollte gerade skillen und dann... Nein! Oh, Mann! Oh, fuck. Ja, vielleicht hätte ich auch so drauf schießen sollen oder ein paar Schritte mehr gehen sollen. Egal. Oh. Boah, ich hoffe, mein PC ist nicht abgestürzt, bitte. Ja, so ein Spiel will ich doch immer aufnehmen. Solche spannenden Spiele. Lewandowski. Boah, Lewandowski macht wirklich sehr schöne Pässe. Und Gündogan versucht jetzt irgendwie was über die Flügel zu machen. Ach, schade, der Pass ist leider nicht angekommen. Da wollte ich es zu genau machen. Ich hätte einfach draufschießen sollen und vielleicht eine Ecke rausgeholt. Ah. Da wollte ich mit dem Kopf durch die Wand. Hat leider nicht geklappt. Ich merke, dass ein Sieg drin ist, aber dafür muss ich auch in eurer Verteidigung aufpassen, da er sich durchpacen wird. Ja! Boah, Leno, du Tier, Alter. Mann, ich wünsche mir mal einen Leno in Form. Das wäre mir sowas von egal, wie ich ihn bekomme. Auch wenn er irgendwie 600.000 oder so kostet, da würde ich mir den irgendwie besorgen. Da würde ich auch sparen. Ist mir egal, wie lange ich dann spielen muss. Für den würde ich sparen. Ah. Wenn man zu viel lobt. Das ist immer so. Wenn ich einen Spieler lobe, dann passiert sowas. Alter, jetzt geht er mit der breiten Brust voraus. Oh oh. Das ist wieder unverdient. Wir sind klar am Drücker, aber kriegen nicht das Tor hin. Auch diese Chance von Shaqiri vorhin. Shaqiri kämpft sich schön auf dem Flügel durch und jetzt vielleicht... Da wollte ich aber nicht hinpassen. Da wollte ich auf gar keinen Fall hinpassen. Okay, wir haben den Ball wieder erobert. Und das wollte ich gar keinen Fall. Ja, das war kein direkter Schuss. Das war eher so ein halber Pass. Ja, Subotić. Schön reingegrätscht und jetzt
zu weit. Viel zu weit. Ja, Subotic schon wieder geklärt. Okay, ich versuche es manchmal viel zu oft mit L1 Dreieck. Okay, Leno kommt raus. War nicht nötig, hat sogar Benatia. So weitergeht, dann wird sehr spannend. Dankeschön. Im Durchgang 2, denn zur Pause steht es 1:1. Es steht unentschieden, aber ein gerechtes Ergebnis, falls es sowas überhaupt gibt, ist das nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Normalerweise müssen die schon mit 3-4 Dingern führen hier. Ich weiß. Das kann noch teuer werden. Das kann auch richtig wehtun, dass sie die Chancen nicht nutzen. Yo, ich muss den ganz kurzen Cut machen, aber ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja schon öfters in den FIFA LPs passiert. Okay. Schüsse aufs Tor. 6 Schüsse aufs. Okay. Ballbesitz 46 zu 54. Zweikämpfe 3 zu 9. Fouls 1 zu 2. Ecken 0 zu 1. Schussgenauigkeit hat er 100%. Wir 75. Unsere Passgenauigkeit ist ein bisschen niedriger. Ja, eigentlich. Ich finde, dass unentschieden geht. Nicht so in Ordnung. Also, die Führung hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt nach den Chancen, aber na, wenn man seine Chancen nicht reinmacht, dann verliert man. Das ist immer so. So, Seitenwechsel. Was? Danke. So, erneuter Cut. Inzwischen hat Schürrle hier einen Kopfball. Versuch aufs Tor gemacht. Leider wurde nichts draus. Aber egal. Und jetzt Dreieckspass. Abseits, oder? Ey, wieder ein Schritt. Ein Schritt wieder am Abseits. Ein Schritt. Ist jedes Mal so. Alter, schön erarbeitet. Lewandowski ist durch. Und Schuss. Ah, Mann! Fuck! De Bruyne. Egal, wir sind hier klar am Drücker, man merkt das. Jetzt auch schon wieder die ersten 7 Minuten der zweiten Halbzeit, merkt man, wer hier klar am Drücker ist. Ah, fast wieder erarbeitet, aber jetzt mit der Grätsche. Sehr schön. Aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen, er ist nicht umsonst in der dritten Liga, okay. Blöde Situation. Okay. Der Ball ging meilenweit am Tor vorbei. Jetzt müssen wir gucken. Okay. Er deckt meine Verteidiger schon mal nicht. Das ist eine Situation, die zu einem Treffer führen muss. Ja, eigentlich schon, ne? Jetzt. Oh, da wollte ich doch gar nicht hinpassen. Ja, genau. Zu Shaqiri wollte ich den. Ah, der Schiedsrichter will mich echt verarschen. Alter Mann! Kann nicht sein, dass jede Situation irgendwie abseits ist. Jeder Dreieckspass, dann kommen mal Dreieckspässe an und dann ist es abseits. Das ist immer so mies. Jetzt aber, das war kein Abseits. Uiuiuiuiuiui. Ah, schade. Haarscharf, haarscharf. So. Wo geht der Ball jetzt hin hier am besten? So, und jetzt hier rüber. Und Fernschuss. Ah. Knapp. Aber die Chancen bringen uns alles nichts, wenn keiner reingeht. Alter, jetzt ist wieder laggy. Okay, die Ecke werden wir jetzt besser schlagen als die letzte. Oh, knapp übers Tor. Aber knapp daneben ist leider auch vorbei. Ja, führen will ich auf jeden Fall. Das Unentschieden ist mir wirklich zu wenig bei dem Gegner. Es soll jetzt nicht böse gemeint sein oder keine Beleidigung sein, aber er ist kein Übergegner. Wir kriegen ja einfach nur keinen rein. Das ist das Problem. Okay, jetzt hat er sich den Ball erarbeitet. Jetzt wird er... Okay, nicht durchpacen.
Dreiecks Pass zu De Bruyne wollte ich eigentlich machen, aber Shaqiri hat sich hier wieder schön den Ball erarbeitet. Okay, Ball für uns. Wir sind klar am Drücker, aber uns fehlt halt das Führungstor. Ah, das war weniger als nichts. Den hätte ich auch mit der Mütze von meiner Oma gehalten. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Ah, leider wieder nicht durchgekommen, ey. Das ist jetzt echt bitter. Oh, er wird wahrscheinlich irgendwas mit dem Dreieckspass versuchen oder sich durchpacen. Ich tippe auf zweites. Ein Glück haben wir hier gut verteidigt und jetzt. Ah, Lewandowski ist leider nicht rangekommen. Alter, danke. Upsi, mein Popschutz ist mir bei der ganzen Freude direkt verrutscht. Also wenn wir das Tor nicht schießen, dann halt er, ne? Sehr nice. Ja, da dürfte der Torhüter eigentlich auch nicht mehr ran wegen Rückpass, aber bei so einer Situation würde ich ihn trotzdem wegblocken. Alter, 2-1, das müssen wir jetzt halten mit so einem Alter. Was war das denn für ein Eigentor? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ist bitter gelaufen. Ist wirklich bitter gelaufen. Aus wie vielen Metern waren das? 30? Okay, Gündogan hat den Ball auf dem Flügel. Ein zentraler Mittelfeldspieler auf dem Flügel. Ja. Klasse, wie er den Mannschaftskameraden. Na, fuck. Kriegt zu Putsch stehen. Ja, sauber geklärt. Und hier sehen wir jetzt nochmal das Tor. Super reagiert und fantastisch umgesetzt. Okay, ich glaube, die Reporter denken, dass das kein Eigentor war, aber es sind ja auch die Reporter, die da aber nur scheiße. Okay, wir decken hier schön. Ja, bis auf den, ne? Aber er wollte unbedingt. Alter! Der war gar nicht so schlecht, der Schuss. Aber Leno ist so ein Tier und hat sie natürlich gehalten. Zwei beinahe ebenbürtige Gegner. Ja, ebenbürtig würde ich uns gerade nicht nennen. Ohne jetzt arrogant klingen. Ohne arrogant zu klingen. Alter. Junge, das war wieder knapp. Oh, Shaqiri hat den Ball trotzdem noch. Wir können irgendwie keinen schicken, das ist jetzt das Problem. Okay, Shaqiri auf dem linken Flügel. Okay. Der Pass war sogar gar nicht so schlecht. Na, schade. Ey, wir kriegen einfach kein weiteres Tor hin. Noch ein Tor wäre sehr nice, denn dann könnten wir uns beruhigt zur Schlussphase hin spielen, aber leider nicht. Ja, 3-1. Bam, Junge. Das wären jetzt 15 Punkte. Läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Bam, Junge, 3-1. Jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt fallen Tore. Ich hoffe es zumindest. Oh, er wird sich durchpacen. Aber Leno, ja. Das war ein leichter Ball für Leno. Genau das wollte ich machen, aber nee, oder? Kommt er an? Ja, kommt an, tatsächlich. Ah, wenigstens haben wir eine Ecke rausgeholt. Hätte ich ihn auch lupfen können? Ich glaube nicht. Naja, hätte Fahrradkette, würde ich mal sagen. Egal, ich will mir jetzt auch kein 3-2 fangen, da das schon... Ja, am Ende wird das dann knapp und dann gerät man wieder so in Druck. Und das ist alles nicht gut, okay. Knapp, aber... Was macht Benatia jetzt da? Und Shaqiri? Ja, ich glaube, die haben mal die Rollen gewechselt. Oh oh. Ah, Leno, schön gemacht. Das ist ein Torhüter, der mitspielt. Okay, Einwurf für den Gegner. Okay, wieder schön geklärt. Jetzt eventuell noch ein 4-1 wäre nice. Lewandowski hat den. Ecke, ne? Der war abgefälscht, bin ich mir relativ sicher. Ja. Und jetzt den Kreisknopf smashen, aber leider ist nichts raus geworden. Okay, Benatia hat schön geklärt als letzter Mann. Alabas Pass wurde leider nichts.
Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube nicht, dass wir uns noch zwei fangen am Ende. Vielleicht noch eine Flanke reinschlagen, so als Abschluss. Aber leider ist schon Handanovic dazwischen. Ah, schön. Abseits oder Foul? Ach, da hat jemand gefoult. Wer denn? Oh, Caceres. Ich kenne den Fußballspieler zwar nicht, aber egal. Das war kein Abseits, oder? War das jetzt Abseits oder nicht? Ich glaube nicht. Ja, ich will nicht 1000 Wiederholungen sehen. Jo, war kein Abseits. Okay, dann gibt's noch eine Ecke, geil. Ah, die war leider ein bisschen zu... Oh Mann, ich wollte noch eine Ecke haben, egal. 3:1 haben wir gewonnen. Jetzt haben wir 15 Punkte und uns fehlen nur noch 3 für die... Upsi. Ich habe jetzt schon meinen Popschutz schön angespuckt. Uns fehlen nur noch 3 Punkte für die zweite Liga, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass wir es mal so weit schaffen. Ja, der Titelgewinn ist relativ realistisch, ne? Uns fehlen noch 6 Punkte dafür in 5 Spielen. Das müsste eigentlich machbar sein. Aber ich will auch die Drittligisten jetzt nicht unterschätzen. Schüsse aufs Tor 7:13, Schüsse 7:18, Ballbesitz 43:57, Zweikämpfe 7:17, Fouls 1:2, Ecken 1:7, Schussgenauigkeit 100:72, Passgenauigkeit 70:75. Alles in allem kann man sagen, der Sieg ist wie immer verdient. Naja, was heißt wie immer, ne? Ich habe auch schon einige Niederlagen kassiert jetzt in den Folgen, aber egal. Dann würde ich jetzt sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.